Hallo, bei mir gibt es heute Menemen. Menemen ist eine türkische Eierspeise, die man hervorragend zum Frühstück essen kann, zum Brunchen. Hier in Berlin gibt es das in jedem türkischen Café und ich liebe das. Und bei mir ist jetzt schon Abend, also man kann es auch zum Abendessen. Von daher werde ich es mir jetzt schmecken lassen. Und ja, viel Spaß beim Rezept. Für unser Menemen brauchen wir eine grüne Spitzpaprika. Ich habe jetzt hier eine relativ große. Die gibt es in türkischen Supermärkten. Ich habe das aber auch schon mal bei Lidl gefunden. Ihr könnt natürlich auch selbstverständlich rote nehmen. Ich persönlich mag es einfach mit der grünen am liebsten. Genau, dann habe ich hier Tomaten, 4 Stück. Dann eine Zwiebel. Ein bisschen Salz. Ich habe jetzt leider nur noch dieses grobe Meersalz, deswegen nehme ich das jetzt einfach. Muss erstmal wieder kaufen. Dann habe ich hier Pulbiber. Das ist ein Gewürz. Das sind im Prinzip scharfe Paprikaflocken. Auch die findet ihr im türkischen Supermarkt. Dann ist hier noch Paprika edelsüß und ein bisschen gemahlener Pfeffer. Und das war's auch schon. Ich werde jetzt die Tomaten, Zwiebel und Paprika schneiden und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe jetzt das Gemüse klein geschnitten und zur Eierspeise gehören natürlich auch noch Eier. Die wollte ich euch gleich vorenthalten. Hier nehme ich nochmal 3 Eier und ich stelle mir immer noch ein Glas Wasser hin. Das sind jetzt ungefähr 100 Milliliter, falls ja, ich das fürs Gemüse brauche, wenn es noch so ein bisschen soßiger sein soll. Schaue ich mal, wie viel ich davon brauche. Okay, und jetzt geht's ab zur Pfanne. So, die Pfanne ist heiß. Jetzt werde ich hier die Zwiebeln reinmachen. Ich habe ungefähr 2 Esslöffel Öl heiß gemacht. Okay. Jetzt lasse ich die Zwiebeln so ein bisschen anbraten, bis sie so glasig werden. So, die Zwiebeln brutzeln so ungefähr 2, 3 Minütchen und jetzt kommt die Spitzpaprika hinzu. Das lasse ich jetzt auch noch anschwitzen, anbrutzeln, bis die Paprika so leicht weich wird. Die Zwiebeln sind jetzt leicht bräunlich und sobald das eintritt, habe ich die Hitze, hoppala, runtergestellt, damit eben die Zwiebeln nicht verbrennen. Jetzt ungefähr von Stufe 6 auf Stufe 3 und so kann das jetzt so ganz langsam vor sich hin brutzeln. So, das hat jetzt so 4 Minuten circa gebraten und jetzt kommen die Tomaten hinzu. Noch so ein bisschen Saft hier vom Schneiden, der kommt auch noch mit rein. Auch das wieder bei mittlerer Hitze zusammenköcheln lassen, bis die Tomaten so schön Saft verlieren. Und dann schaue ich mal, ob ich noch ein bisschen Wasser brauche oder nicht. Das Gemüse soll schön weich werden, so richtig so in so eine soßige Konsistenz übergeht. Okay. So, die Tomaten werden jetzt schon so langsam matschig. Und ich habe mich entschieden, jetzt noch ein bisschen Wasser hinzuzugeben. Ich schaue mal, wie viel ungefähr ich brauche, sodass es so ein bisschen bedeckt ist. Ja, ich mache ruhig alles rein. Also ich habe jetzt hier 100 Milliliter Wasser zugegeben und das kann jetzt erstmal bei niedriger Hitze so, ja, so 15 Minuten köcheln. Ich werde auch gleich schon etwas salzen und die Gewürze ranmachen. Also, ich habe jetzt hier eine gute Prise Meersalz, so ungefähr einen halben Teelöffel. Das mache ich erstmal rein und dann schaue ich mal, wie viel ich noch brauche. Dann kommt hier eine Prise Pulbiber rein, die scharfen Paprikaflocken. Ja, oder sagen wir mal 2 Prisen. Da schaut gerne, wie scharf ihr es mögt. Also, ich mache jetzt hier mal alles rein. Das ist ungefähr ein halber Teelöffel gewesen. Ich mag es ein bisschen schärfer, also falls ihr das nicht mögt, dann seid vorsichtig, lieber nachher nochmal nachwürzen. Genau, sehr schön. Dann mache ich ein bisschen Paprika rein. Das ist auch ungefähr so ein halber Teelöffel. Und Pfeffer.
So, das Ganze hat jetzt ungefähr 10 Minuten geköchelt. Ich nehme mir jetzt so einen Kartoffelstampfer und werde hier die Tomaten und alles noch mal so ein bisschen quetschen, damit das so ein bisschen weicher und soßiger wird. Sehr gut. Das Ganze hat jetzt circa 12 Minuten gekocht insgesamt. Und jetzt habe ich noch mal ein bisschen nachgesalzen. Das war jetzt ungefähr so, ja, ein guter Teelöffel Salz, würde ich sagen. Aber ja, ein leicht gelevelter Teelöffel, also nicht zu viel. Probiert einfach nach eurem Geschmack. Und jetzt kommen die Eier rein. Und zwar schlage ich jetzt hier 3 Eier rein. So, perfekt. Und dann werde ich die Eier so ganz leicht zerbrechen, zerdrücken und nur so ein bisschen unterheben. Also nicht zu viel umrühren. Sehr gut. Und dann kann das hier jetzt noch ein bisschen stocken. Noch ungefähr so 2 Minütchen, bis ihr seht, die Eier sind nicht mehr gelb oder flüssig. So, ich bin jetzt schon von der Hitze runter. Unser Menemen hat ungefähr jetzt noch mit den Eiern drin so 2 Minütchen gestockt und gekocht. Ich habe es noch einmal hochkochen lassen und jetzt gehe ich von der Hitze bzw. bin schon runter und jetzt nehme ich es vom Herd. So, unser Menemen ist jetzt fertig. Mm, sehr lecker, ich habe schon probiert. Also, kocht es gern mal nach. Perfekt für ein Frühstück, für Brunch oder als Katerfrühstück. Probiert es gern mal aus. Ich esse jetzt mit Brötchen und Butter und lasse es mir heute Abend schmecken. Und genau, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne mal einen Like da. Abonniert unseren Kanal, da würde ich mich freuen. Dann euch einen ganz schönen Tag und bis bald.